Ein Abzeichen. Ein Ehrenabzeichen. Die Alben hatten so welche. Sie hängten sie vor ihren Hütten auf und zeigten so meinem Bruder ihre Treue. Das sind alle Tribute meines Bruders. Sollen wir sie behalten? Ganz wie du willst. Wenn Freyr sie nicht wollte, als er Alfheim verließ, können wir sie auch den Zwergen verkaufen. Ja, wir müssen uns allerdings nochmal angucken, was da jetzt noch neu war. Artefakte, da. Tribute an Freyr. Ich weiß leider nicht, was neu war. Die Pfeife war es nicht. Die Harfe könnte es gewesen sein. Das Abzeichen. Horn, Traumfänger. Weiß ich leider nicht. Wurde aber tatsächlich auch nicht gesagt, soweit ich das gesehen habe. Uah. Okay. Habt ihr das gesehen? Der hat mich in einem Schlag fast gekillt. Also komplett gekillt. Okay, da hat er mich wieder komplett fast gekillt. Versuche ja schon auszuweichen. Gar nicht so einfach. Okay, das war gemein. Das war richtig gemein. Der war fast tot. Und den Angriff hat man nicht kommen sehen. Der hat plötzlich mit der Rückseite seiner Waffe zugestoßen. Einfach nur. Mega mieser Move. Wirklich mega mies. Freya? Greif an, verdammte Scheiße. Sie schießt nicht. Sie schießt nicht. Jetzt schießt sie. Ganz plötzlich. Ja, also was soll so ein Blödsinn denn? Was soll so ein Blödsinn denn? Warum kriegt man den vollen Schaden in so einer Sequenz, wo man gerade ausholt? Ich meine, klar, es geht dann darum, eine Fähigkeit nur dann einzusetzen, wenn man wirklich sicher sein kann, dass man eben keinen Gegenschlag kriegt. Aber das fühlt sich ein bisschen, ja, fühlt sich nicht belohnend an. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, wir müssen jetzt mal eben gucken, dass wir irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen Fokusfeuer auf einen machen, aber ja, doch. Oh. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir dem noch ein bisschen Schaden reinwürgen. Dann können wir den hier machen. Fuck. Fuck. Oh, der ist down. What? Bitte? Wieso lebt dieser Bastard noch? Okay. Ich würde sagen, das lassen wir. Da sind wir definitiv noch nicht geskillt für genug. Also sowohl, ne, tatsächlich, als auch von den Fähigkeiten des Spielers, der das hier spielt. Das lassen wir. Wir kehren später zurück, um das zu machen. Jetzt sehe ich mich nicht in der Lage dazu. Außerdem haben wir ja sowieso noch keine Schlüssel für diesen Turm. Der was auch immer bewacht, beinhaltet, wie auch immer. So, hier waren wir, ne? Ich dachte, der Tod hätte... Portal liegt das hier, ja. Ja, hier war. Den Appetit verdorben, aber ich muss ständig an den Duft von Tirs Eintopf denken. Da sind einige kulinarische Sehnsüchte wach geworden. Blutwurst,
Schafsmagen und Steckrüben. Ah! Haferbrei und Honig. Und was ist mit dir? Sehnst du dich nach Speisen von vor Fimbulwinter? Oliven. Was zur Hölle ist eine Olive? Richtig nice. Richtig nice. Callback auf die Griechenland-Saga. Okay, hier können wir so rüber. Freyas Gabe begonnen. Das ist seltsam. Die Runen sind dunkel. Welchen Zweck hat das Ganze hier, außer die Eitelkeit meines Bruders zu beweisen? Schwer zu sagen ohne eine Inschrift. Aber die Alben haben das wohl gemeinsam erbaut. Licht und Dunkel. Damit wäre es der erste Akt der Zusammenarbeit seit Generationen. Weit entfernt von dauerhaften Frieden, aber zumindest ein Denkmal. Eines, das die Möglichkeit des Friedens symbolisiert. Hm, das ist in der Tat interessant. Naja, wenn sie eine einen könnte, die Alben, dann Freya. Die Statue hat Freyas Abwesenheit überdauert, der Frieden jedoch nicht. Denkmale sind sinnlos, wenn ihre Botschaft ignoriert wird. Er hat den Frieden nicht nur durch Diplomatie erreicht. Seine Göttlichkeit, seine Präsenz. Er hat das Land geheilt und den Frieden ermöglicht. Doch als er ging, muss gewusst haben. Tja, er hatte gute Gründe. Ein Schwachkopf hat seine Schwester überredet, eine Irre zu heiraten. Hä, wer könnte damit gemeint gewesen sein, Mimir, hä? Auch hier haben wir wieder diese komischen Symbole auf dem Boden, die ich irgendwie noch nicht lösen kann. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal den Kristall, der wahrscheinlich die Brücke hier ausschaltet. Ja. Setzen wir ihn hier mal nach drüben und gucken, was dann passiert. Aha, guck mal das da. Das ist doch garantiert auch relevant. Da kann man lang gehen. Das habe ich eben noch gar nicht gesehen. Das schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Diese Kristalle enthalten ihr eigenes Licht? Du hast recht. Normalerweise müssten wir dafür sorgen. Wenn wir einen Kristall auf der anderen Seite anbringen, bringt das vielleicht Licht in die Sache. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aha, warte mal. Du sagtest, Denkmale seien sinnlos. Es war lange Zeit verborgen. Vielleicht kann es jetzt als Mahnung dienen. Ja, nichts ermahnt ein Volk besser als gemeißelter, gut beleuchteter Marmor. Hier ist auch noch ein Kristall. Aha. Okay, dann haben wir jetzt aber genug, weil hier ist ja auch noch einer. Dann nehmen wir uns den mal eben mit. Wir müssen nur gleich gucken, wie wir diese Barriere hier vorne loswerden. Die hier. Noch sehe ich nämlich keine Möglichkeit. Oder kann man hier... Nee, das geht nicht, oder? Doch, das geht. Okay, dann muss ich den Kristall wegnehmen. Währenddessen kann ich aber meine Axt nicht werfen. Okay. Muss ich ihn dann jetzt erstmal wieder zurückstellen? Nee, kann ich nicht. Doch. Ah, ich kann ihn einfach irgendwo abstellen. Ich dachte, das geht nicht. Weil dann war es ja wichtig, dass die Brücke wegkommt, alleine schon um dieses Rätsel zu lösen. Dann müssen wir nämlich so machen. Von hier aus. Ja. So. Jetzt können wir den nehmen. Die Brücke wiederherstellen und dann nehmen wir den von dieser Brücke. Bin ich ja mal sehr gespannt, was hier passiert, was hier offenbart wird.
Wir werden auf jeden Fall Einblick in dieses Wissen hier erlangen. Anscheinend können wir jetzt auch die Inschrift lesen. Und überall, wo diese Orte sind, etwas looten? Das wäre mega cool. Dem Erleuchteten zu Ehren. Möge seine Gabe des Lichts ewig strahlen. Gabe des Lichts? Der Erleuchtete. Dem Erleuchteten zu Ehren, möge seine Gabe ewig strahlen. Möge sein Licht als Leuchtfeuer der Harmonie dienen. Möge der Frieden unter den Alben fortdauern, damit wir für immer an seinem glänzenden Licht baden. Freya. Das Licht der Kristalle. Es ist jetzt im Sand. Sieh mal einer an. Freyrs Gabe ist ein Geschenk. Verstanden? Gabe, Geschenk. Das ist nicht witzig. Sturmruf. Das müsste eine Fähigkeit sein, die Freya bekommen hat. Freya. Sturmruf. Eine Wolke von elektrisch geladenen Glühwürmchen um sich herum, die offensichtlich Schaden machen. Ich würde aber gerne erstmal die stählerne Harmonie verbessern. Finde ich nämlich auch gut. Ich meine, das Ding macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Schaden. Da müsste man eher den Sturmruf verbessern. Aber die Betäubung ist halt auch ganz nice. So, und jetzt haben wir 7000 Punkte bei Kratos. Amulett. Midgard haben wir noch zwei weitere. Ein Vanaheim hätten wir alle. Svartalfheim 2, Niflheim 2, Alfheim hätten wir auch zwei. Helheim haben wir einmal. Ja, so langsam kommen wir der Sache ein bisschen näher. Hier haben wir noch einiges gesperrt. Wir könnten das hier hinten noch erlernen. Fügt Tobsuchtanfall einen starken Abschlussangriff hinzu für 3000. Das ist schon recht teuer. Aber wir machen das mal. So, und dann würde ich sagen, können wir uns ja mal anschauen, ob wir hier noch irgendwas verbessern können. Da gibt es nichts zu verbessern. Wie sieht es mit dem schweren Runenangriff hier aus? Den könnten wir verbessern, den nemeischen Schmetterer. Schießt eine Salve Sprengstoffmörser aus der Explosion heraus. Wahnsinn. Machen wir mal. Den können wir nicht verbessern, Tobsucht der Furien. Würde ich aber auf jeden Fall machen. Ihr seht ja am Schaden, dass das sehr heftig ist. Durchaus gut. Ah, den können wir nicht wegnehmen. Da hätte ich aber selbst drauf kommen können, dass es nicht geht. Wir müssen also den hier vorne nehmen. Mir soll es recht sein. Dann wird es jetzt gleich erstmal darum gehen, dass wir diese ganzen Stellen mit den Edelsteinen am Boden überhaupt finden. Ich nehme mal an, dass die Crafting-Materialien, die wir da finden, also Flüstertafel habe ich ja schon gesehen und so einen Runenstein oder so, dass das auf jeden Fall wichtig sein wird. Dass Freyr noch hier war, war der Krieg zerbrechlich. Etwas zusätzliches Licht in der Wüste wird ihn sicher nicht festigen. Bevor ich Fey traf, war ein Leben in Frieden für mich unvorstellbar. Nach ihrem Tod, auf unseren Reisen nach Jötunheim, fand ich den Frieden allein. Es bleibt meine Verantwortung, ihn mir zu bewahren. Vielleicht finden die Alben eines Tages Frieden. Sogar ohne Freyrs Führung. Seine Präsenz führt sie weiterhin. Ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Naja, ich sag mal so. Den Frieden zu bewahren wird dieser Tage immer schwerer für dich, Kratos. Mögest du es schaffen. Alfheims Kraft. Okay. Dann haben wir da jetzt auch alle Zauber. Vielleicht können wir die beiden Tiere nach Vanaheim zurückbringen. Oder nach Midgard.
Specky und Zwartner könnten Gesellschaft brauchen. Wir haben Zwinger. Das wäre nicht gut für sie. Wenn ein Wildtier sich an ein Land gewöhnt hat, ist es grausam, es wegzubringen. Du hast vermutlich recht. Es ist nur so einsam hier. Das ist friedlich. Sie haben einander. Das reicht aus. Halber Schlüssel Alfheim. Tor. Wir haben eine Schlüsselhälfte gefunden. Was ist das hier? Was ist dieser Grabstein hier? Das verwirrt mich gerade. Freyas Gabe, die Wüstentür, vergrabener Schatz. Oh, wir haben echt schon viel gefunden, aber halt noch nicht alles. Hier geht es lang, okay. Oh no. Vorsicht, rechts! Sind beide erledigt. Und das war's dann auch. Okay, interessant. Da müssen wir mal eben gucken. Okay, das bringt nichts. Was ist, wenn ich den... Ja gut, ich hätte es mir auch einfacher machen können. Warte, wir drehen den mal so. Okay, das funktioniert überhaupt nicht. Das funktioniert ja irgendwie aber auch nicht. Vielleicht braucht man da eher den. Allerdings müssten wir den erstmal von... Den müssen wir erstmal befreien hier. Den können wir so gar nicht nutzen. Klappt irgendwie nicht so wirklich, ne? Kriegt man das sonst noch irgendwie anders weg? Ne, ich wüsste nicht wie. Oder man macht jetzt hier noch einen hin. So. Und hofft, dass es hinhaut. Ne, nicht ganz. Aber ich glaube, theoretisch... Der letzte passt hier nicht. Das ist zu weit weg. Ah, das ist alles Murks. So, das haut hin. Dann brauchen wir hier vorne irgendwo einen. Und hier. Nee, es haut immer noch nicht hin. Okay. Okay, ich glaube, ich mache das lieber einmal eben von hier, weil ich kann so gar nicht klar sehen, was hier abgeht. So, das ist es nicht. Das ist es auch nicht, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Erstmal so. Nein. Nein, das ist zu weit weg. Haut das hin? Es sieht fast so aus, als könnte das hinhauen. Ausprobieren. Okay, es würde auch nur theoretisch hinhauen. Ah, das ist wieder nichts. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie bin ich da gerade ein bisschen angestrengt. Hier können wir ja auch nichts machen.
Wobei, eventuell könnten wir... Warte mal. Nee, ich glaube, dafür brauchen wir den anderen Spiegel. Damit das hinhaut. Also haut es nicht hin. Kann ich die Pfeile irgendwie mal komplett lösen? Ah, da kann man den Wirkungsradius erhöhen. Wenn ich auf den nochmal drauf schieße. Hatten wir das schon mal so? Ich erinnere mich gerade nicht, dass wir das so schon mal gemacht haben. Weil wenn ich jetzt hier hinschieße, hier. Ja, okay, das war dumm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier zweimal hinschieße, dann berühren die sich ja fast. Fast. Überlappen die sich? Nein. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. So, den haben wir verstärkt. Den irgendwie auch. Reicht wahrscheinlich immer noch nicht. Wie oft kann man an so ein Ding schießen, frage ich mich gerade. Mehr geht nicht, okay. So, an sich müsste hier doch eine Verbindung sein. Das wird mir doch sogar angezeigt. Klappt aber nicht. Es nervt mich gerade zu Tode, dass das nicht funktioniert. Ich verstehe es einfach nicht, wirklich. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich das sonst machen, wenn nicht so? Das ist viel zu weit weg, da komme ich gar nicht hin. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist über diese Ecke hier hin. Was aber, wie gesagt, irgendwie aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Vielleicht kann ich das auch von hier aus machen. So und dann da drüben. Ach, plötzlich geht es. Plötzlich geht es. Versteht auch kein Mensch. Die ganzen Minuten, die man hier jetzt verschwendet hat, aber man begreift es nicht. So. Was passiert, wenn ich so mache? Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Okay. Wo kommen wir jetzt hier hin? Zu der legendären Truhe. Ein Alfheim-Zauber kann da nicht drin sein, weil da haben wir alle gefunden. Aber es könnte... Gehärtete Kriegsgriffe. Griffe, die in einem so heißen Feuer geschmiedet wurden, dass sie nie wieder eingeschmolzen werden können. Die Fähigkeiten Hyperions Griff und Hyperions Zug verursachen zusätzlichen Schaden und Betäubung. Ja. Das Ding ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir jetzt haben. Wir verlieren zwar Glück, aber bekommen Vitalität, Stärke und Abwehr. Und Vitalität ist nie schlecht. Okay. So,
hier ist noch eine zweite Truhe. Zwar nur eine normale, aber da sind ja manchmal auch nette Sachen drin. Und hier ist immerhin Steinholz. Okay, dann haben wir das auch abgeschlossen. Haben uns ein bisschen schwerer damit getan, als ich eigentlich vorhatte. Aber naja, manchmal ist das so. Da hat man auch ein Brett vorm Kopf. Asgarder Barren. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Da drüben ist auch noch ein Licht. Gucken wir jetzt erstmal hier um. Eine Nornentruhe. So, die ist schon mal entzündet. Das war ja aber nur das erste Feuer. Irgendwo hier in der Nähe sind also noch zwei weitere. Da oben sehe ich auf jeden Fall was. Guck mal da. Das wird man nur mit den... So, das müsste hinhauen. Ne, es haut nicht hin. Wie gesagt, manchmal verstehe ich es kein bisschen. Auch hier wieder für mich unverständlich. Weil vorhin hat es ja auch geklappt. Am Schluss hat es ja genau so hingehauen. Und nur genau so. Anders ging es nicht. So ging es dann. Und so wie mir das hier gezeigt wird, müsste die Verbindung bestehen. Aber dann plötzlich platzt das Ding da oben. Da müsst ihr zugeben, ja, schon ein bisschen merkwürdig. So reicht es natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Also diese Hexen, ich finde diese Hexenpfeil-Dinger finde ich cool. Aber ich finde sie manchmal nicht ganz schlüssig. Wirklich nicht ganz schlüssig gelöst, sozusagen. Wenn ich jetzt den wieder verstärke bis ins Ultimo, dann haben wir gleich das gleiche Problem. Dass es wieder nicht hinhauen wird. Obwohl es hinhauen müsste. Platz, Platz. Da oben passiert nichts. Ja, man begreift es halt nicht, ne? Das ist dadurch jetzt im Grunde auch nur noch Trial and Error. Mehr ist es nicht. Da steckt keine krasse Idee mehr dahinter oder so. Also ich habe jetzt die beiden so groß gemacht. Vielleicht reicht das ja. Ja, und das geht dann halt plötzlich wieder, ne? Mir leuchtet das nicht ganz ein. Was ist das hier? Das ist ein Symbol, was ich eben erst gesehen habe. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Ah, guck mal hier. Da haben wir den dritten. Und dann ist die Nornentruhe für uns frei. Was wird verstärkt? Leben oder Wut? Ah, uns fehlen aber noch einige. Drei Stück, bevor wir hier überhaupt weiterkommen.